Du fragst dich vielleicht manchmal, warum wir immer auf ähnliche Geschichten abfahren. Egal wie oft sich die Geschichte des Losers, der zum Helden wird, in Comic-Verfilmungen wiederholt, wir sind immer wieder fasziniert davon. Nun, das mag vielleicht Männern mehr so gehen als Frauen. Aber ich erzähle euch jetzt auch, warum das so ist. Stephen Pressfield schreibt in seinem Buch Nobody Wants to Read Your Shit für die Arbeit als Autor: Wenn du eine Geschichte schreiben willst, die funktioniert, dann schreib eine Heldengeschichte. Warum aber sagt er das? Und warum stimmt das? Nun, denk dazu mal an all die Geschichten, die dir heutzutage im Kino und im Fernsehen so begegnen. Es sind immer auf die eine oder andere Art Heldengeschichten, oder? Nun, okay, zurück zur Frage, warum das funktioniert. Eigentlich ganz einfach. Weil Heldengeschichten immer für die größtmögliche menschliche Entwicklung stehen. Die Heldengeschichte ist also eine Metapher für innere Wandlung. From Zero to Hero. Der Held fühlt sich als Nullnummer, Versager. Dann wird er oft durch numinöse Umstände mit einer plötzlichen neuen Kraft konfrontiert oder hört einen starken inneren Ruf. Er hört vielleicht erstmal noch nicht darauf und will sie ignorieren. Es gibt jedoch kein Entkommen davor. Oft ist er dem noch nicht gewachsen und bekommt gleichzeitig aber durch oft ebenso numinöse Umstände Hilfe von einem Meister. Er lernt, was diese Kraft bedeutet und wie sie zu nutzen ist. Gleichzeitig wächst irgendwo eine dunkle Bedrohung heran und konfrontiert den Helden langsam aber sicher. Der Held hat beinahe genug gelernt, als die dunkle Kraft ihn aufzufressen droht, und er muss sich dem Kampf stellen. Er bezwingt mit Mühe und Not das Dunkle und gewinnt dadurch ungeheure Kräfte, mit welchen er Mühe hat, umzugehen. Er setzt sie vielleicht erst eigennützig ein, merkt aber durch das Leid, das er dadurch verbreitet, dass er das nicht verantworten kann, und wird weiser dadurch und setzt sie für das Gute ein. Nicht selten trägt er eine lebenslange Wunde davon. Wer hat was gemerkt? Genau, war praktisch Star Wars, oder nicht? Aber auch fast jede andere Geschichte heutzutage weist eine solche Struktur auf. Aber nicht nur heutzutage, auch in der Antike, zum Beispiel in der griechischen Mythologie, waren diese Geschichten die eindrücklichsten und interessantesten überhaupt. Und sie faszinieren uns immer noch. Sie alle tragen dasselbe Muster in sich. Aber was soll uns das nun sagen? Nun, wie gesagt, es sind Geschichten, die uns auffordern, uns zu wandeln. Oder aber eher, dass innere Wandlung eine unvermeidbare Notwendigkeit im Leben eines Menschen ist und immer mit unangenehmen Ereignissen einhergeht, mit Opfern und Konfrontation mit dem Schatten. Jede Veränderung in unserem Leben ist somit eine kleine Heldenreise. Was jedoch unsere große Heldenreise ist, möchte ich hier kurz aufzeigen. Ihr seht hier das Modell, das ich schon auf der Seite Meine Philosophie abgebildet und kurz erklärt habe. Es ist für mich das treffendste Modell für einen ganzen menschlichen Lebenszyklus, das ich kenne. Und wie dort schon erwähnt, geht es in der ersten Hälfte bis zum Ende der Jugendzeit um die Selbstentwicklung. Die Entwicklung einer Identität, die zum ersten Mal in der Seele verankert wird und dort seinen Seelenweg und sein Seelenbild erkennt. Bevor es also zur Umsetzung des Seelenwegs für die Gemeinschaft geht, ist an der Stelle der Seeleninitiation der Höhepunkt der Selbstentwicklung. Und in der zweitletzten Phase davor, der frühen Jugendzeit, fängt diese typische Heldenreise meistens an. Je nachdem, wie wir die frühe Jugendzeit meistern, kommt dies früher oder später im Leben. Aber das hat nichts mit physischem Alter zu tun, okay? Es hat auch nichts mit Intelligenz oder sonstigen Messwerten zu tun. Es geht hier um eine seelische Reife. Und die kann durch endlose Faktoren beeinflusst werden und auch immer auf einer gewissen Gnade beruhen, wie es manche meiner Lehrer ausdrücken würden. Aber mach dir keinen allzu großen Kopf darüber, okay?
Es geht hier in erster Linie um ein Modell zum besseren Verständnis. Und nur schon, dass du überhaupt hierher zu diesem Video gefunden hast, will schon was heißen. Hier wird also dieser Ruf zum ersten Mal wahrnehmbar sein. Und ich bin überzeugt, dass ihn schon viel mehr Leute unbewusst vielleicht vernommen haben, als du jetzt vielleicht denkst. Gleich hier unten geht's weiter mit der Heldenreise.